Ja, es ist soweit. Ich habe es gerade gesehen. Breaking News. Bevor wir richtig loslegen, müssen wir uns einmal sagen, Österreich hat aktuell keinen Kanzler. Der ist richtig. Österreich hat keinen Kanzler. Sebastian Kurz wurde abgewählt. Was macht man da jetzt, oder? Ich meine, wenn man so ein paar Monate im Fernsehen war, ein bisschen gesichtsbekannt, ganzen Sommer frei. Bachelor, würde ich vorschlagen. Ja? Fällt er jetzt ins Bodenlose finanziell, oder? Greift er jetzt wieder das Kindergeld? Wie ist das genau? Ich würde sagen, also wenn ich jetzt wüsste, ich habe jetzt mal so einen Sommer zur freien Verfügung, bin aber so ein bisschen prominent schmieriger Typ, man könnte natürlich auch DJ werden, ja? Oder Schmuckdesigner. Lieber Sebastian Kurz, das Leben ist nicht vorbei, es geht weiter. Was machen wir jetzt? Ein unregiertes Land, wird es auffallen? Das ist die große Frage. Fällt es auf, dass Österreich gar keinen Kanzler hat oder macht man jetzt einfach so weiter? Oder ich meine, man wird ja anbieten als Deutscher, sagen, komm, wir machen das direkt mit. Hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Die Nachwehe der Wahl hat uns ja alle hier noch emotional fest im Griff. Ich kann es hier spüren praktisch. Ja? Ich kann es greifen mit den Händen. Ich rede ausdrücklich nicht von der Europawahl. Nein, Freunde, wir sind hier bei ProSieben. Welche Wahl steckt uns auch Tage später noch tief in den Knochen? Hm? Richtig, Germany's Next Topmodel. Ja? Will ich denn mit der Europawahl, wenn ich mich hier bei ProSieben als Zuschauer stattdessen 3 Stunden lang fühlen kann wie eine Kugel im Flipperautomaten? Ja? Und diesen Andrea Nahles Europawahl-Gesichtsausdruck, den gab es hier bei ProSieben schon am Donnerstag. Und zwar bei Thomas Gottschalk. Hat sie mal gesehen? Der war nämlich, da weiß der Kuckuck warum, irgendwie zu Gast beim großen GNTM-Finale. Aber von vorne, was war los? Wer hat überhaupt gewonnen? Weiß ich nicht mehr. Ist irgendwie untergegangen, die Information in diesem ganzen Durcheinander da. Es war wirklich ein Drogentrip von Fernsehsendern, wobei nein. Da geht mir die Verteufelung von Drogen wirklich zu weit. Eine Show wie ein Fiebertraum, außer Zwergenwerfen und sowas wie der Mann ohne Unterleib, war wirklich alles dabei. Mit so einer Show vor 100 Jahren wäre man mit diesem Programm im Zirkuswagen über die Dörfer gezogen und wäre dann mit Fackeln und Mistgaben wieder verjagt worden. Und dann... Als man so dachte, okay, ich hab's irgendwie gecheckt. Was passiert dann? Dann heiratet zu einem Überfluss noch eine der Kandidatinnen live ihren Vater. Das war der Freund. Ja, das habe ich dann auch rausgefunden. Das war ihr Freund. Thomas heißt der Mann. Ich möchte in aller Deutlichkeit noch mal sagen, wir haben alle gemeinsam Honey viel Unrecht getan. Ja? Das stimmt. Meine Güte, das ganze Licht war aus, waren einfach nur die Zähne von Thomas, die den Saal erstrahlt lassen. Thomas Gottschalk war, wie gesagt, auch da. Nach ungefähr 10 Minuten hat er sich genau dasselbe gefragt wie die Zuschauer. Why? Und dann hat er mehrere Stunden im Mund verzweifelt nach der Thyrankali-Kapsel gesucht. Aber selbst diese Tatsache stach nicht so ins Auge wie andere Sachen. Ja? Und wenn Thomas Gottschalk das Unauffälligste an so einer Sendung ist, dann ist wirklich mächtig verschiebt gelaufen. Ja? Es war ein bisschen wie der ESC, nur ohne das nervige Gesinge. Obwohl, Tokyo Hotel waren auch da. Hm? Und auch hier, ne, wenn man sich bei dem Gedanken erwischt, wann singt denn nun endlich Tokyo Hotel? Ja, das spricht auch nicht für die Sendung drumherum. Ich meine, man kann dem Strache ja viel vorwerfen, aber der konnte wenigstens hinterher sagen, ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde. Ja? Ich beiß mich ein bisschen fest an dem Thema, ne? Ich beiß mich ein bisschen fest, verzeihen Sie es mir, aber um zu verdeutlichen, wie peinlich es war kurz davor, dass Markus Lanz reinkommt, den Gottschalk wegschickt und sagt, ich übernehme das mal hier. Ja? Ich finde, es sollte ein Gesetz geben, dass jeder, der gestern nicht bei der Europawahl war, sich das nochmal in der Mediathek angucken muss. So kriegt man die jungen Leute in die Wahlkabine, ja? Wer war denn gestern wählen? Ja? Waren alle wählen? Ich auch. Sehr gut. Ja? Ich habe alles angekreuzt, bis auf CDU, SPD und AfD. Hat der doch gesagt, der Rezo, ne? Soll man machen, ne? Die soll man nicht wählen, alle anderen schon, oder? Das ist auch verwirrend, das ist für mich neu, dass Influencer mir jetzt sagen, was ich nicht machen soll. Ja? Sagen sie uns immer, was ich mir alles kaufen soll. Jetzt heißt es auf einmal, macht das bitte nicht. Aber bitte mal eine Sache, Herr Rezo. Und alle anderen politikinteressierten YouTuber, wie zum Beispiel Katja Krasavice, ja? Wie kann man denn so doof sein, eine Liste von unwählbaren Parteien ausgeben und die FDP vergessen, Leute? Man kann sich richtig vorstellen, wie Christian Lindner vom Computer sitzt und sein Glück gar nicht fassen kann. Ja? Und sagt, Nicola, komm mal schnell, der sagt nichts über uns. Ja? Leute, was anderes mal, ja? Was Fröhliches? Nein, überhaupt nichts Fröhliches. Die Schockmeldungen aus Österreich reißen nicht ab. Jetzt erreicht uns hier das nächste Video. Andreas Gabayé hat ein Lied mit Arnold Schwarzenegger aufgenommen. Und auch da wieder die berechtigte Frage, why? Naja, erstmal, die zwei sind Großcousinen, so wie alle Österreicher.
Aber warum machen die zwei jetzt zusammen Musik? Wobei Musik auch ein großes Wort ist dafür. Also Gabayé singt und Arnie begleitet ihn auf seinem Bizeps. Wenn man sich das Video anguckt, da wünscht man sich fast die heile Welt von Straches Finke auf Ibiza zurück, wirklich. Mal reingucken. Superstar, they call you cool and the barber, pumping iron, steam machine, living legend, evergreen. Godfather, Mr. Universe, Olympia. So. Den Applaus schneiden wir raus. Ich habe den Song komplett gehört. Arnold hat weniger Text als in Terminator, richtet aber mehr Zerstörung an. Arnie und Gabayé, da trifft also Breites auf eisernes Kreuz, meine Damen und Herren. Arnold Schwarzenegger ist übrigens Gabayés Lieblingspolitiker, direkt nach diesem einen auch aus Österreich, der sich erschossen hat. Dann, ne? Genau. Jetzt haben wir noch ein zweites Video gesehen, vor 2 Wochen, vielleicht haben Sie das gesehen, von Arnold Schwarzenegger. Da war der unterwegs in irgendeiner Sporthalle und damals dachte man, es wäre einfach ein Verwirrter, ein Angriff auf ihn. Wenn man sich das jetzt noch mal anschaut, bekommt es eine andere Bedeutung. Wir gucken mal hier das andere Video von vor 2 Wochen. Mittlerweile denke ich kein Verwirrter, vielleicht ein Zeitreisender, der das Ganze verhindern wollte. Ja? Du singst nicht mit dem Gabayé. Und ich will ein Lamborghini. Es gibt auch die guten Nachrichten zur Europawahl. Die Wahlbeteiligung, die war so hoch wie schon lange nicht mehr. Eine Entwicklung, an der wir hier bei Late Night Berlin nicht ganz unbeteiligt waren.